Das nutzen sie natürlich aus und bei Stuttgart wird relativ variabel gespielt und das ist, läuft erstmal ganz gut so. Allen Verhältnisse zu schauen, es kann in manchen Hallen schwierig sein. Stuttgart, sagen sie alle, die hast du erst geschlagen, wenn der letzte Ball gespielt ist. Der Block wie der Dresdner seine Probleme, deshalb Alexander Weibel, der Coach mit der Auszeit. Vielleicht können wir jetzt mal reinhören. War zu lesen, dass der Trainer, auch sagen jetzt wieder die Auszeit übrigens von Alex Weibel, es war zu lesen, dass der Stuttgarter Trainer schon seit einiger Zeit ganz geht. Sehr viel über Außen gespielt und wenig mit den Mittelblockern. Ich denke, dass sie jetzt einfach taktisch ein bisschen langsam umstellen, um auch den DSC in Schwierigkeiten zu bringen, um jetzt mehr mit den Mittelblockern zu spielen. Und es war auch jetzt immer ein einer Block nur gewesen. Michel Bartsch war jetzt immer alleine im Block. Und das heißt, dass die Taktik gut aufgeht. Ja, Bartsch ist ja eigentlich... Volleyballspiele sind... Wendet sich das Blatt aktuell wieder so klein. Erfolgreich sind am Ende und jeder freut sich wie Sau. Hier sieht man das auch noch wunderschön. Dann finde ich das Volleyball immer am attraktivsten, wenn man die ganzen emotionalen... gesagt, war ja wichtig, dass ich meine drei Glücksbringer einpacke. Ich weiß gar nicht, müssen wir sie vielleicht mal fragen nachher, wenn sie uns das beantworten mag, was sie da alles so eingepackt hat ins Gepäck auf dem Flug von Dresden nach Frankfurt. Das war ja ein... Der Block war, glaube ich, schon fast wieder in der Abwärtsbewegung, war nicht mehr ganz so oben. Der Bundesliga-Tabellenführer gegen den Underdog, den TV Bühl. Aber die haben Berlin schon mal geschlagen. Das ist auch gar nicht so lange her. Also da ist Vorsicht geboten für die Recycling-Volleys aus Berlin, die ja auch in der Champions League unterwegs waren und sicherlich eine ganze Menge mehr Erfahrung mitbringen. Aber das